Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Wir sind heute in Bottrop. Wir sind in Bottrop angekommen. Heute findet die ECC statt, also die Elite Cheerleading Championship. Und wir haben uns jetzt alle fertig gemacht, packen unsere restlichen Sachen. Und dann geht's auch schon ab in den Moviepark. Dort findet nämlich die Meisterschaft statt. Es wird auf jeden Fall ein hammergeiler Tag. Ich würde sagen, wir schauen mal bei den anderen Mädels vorbei, wie es bei denen ausschaut. Ob die auch schon alle fertig sind. Na, wie weit seid ihr? Ja, eigentlich fertig. Bist du fertig. Gut schaut ihr aus. Wo sind die anderen? Ah, wie weit seid ihr? Fast fertig. Und bei euch? Wir sind bereit. Perfekt. Du auch? Yes. Na, wie geht's euch, Mädels? Sehr gut. Stabil. Ready? Wir sind im Moviepark angekommen. Wir laufen jetzt durch den hinteren Gang direkt zum Warm-up. Hier sind auch schon ganz viele andere Cheerleader. Wally winkt den ganzen Tag nur im Video. Es ist jetzt 11:25 Uhr. In einer Stunde ungefähr haben wir, glaube ich, offizielles Warm-up. Um 13:43 Uhr stehen wir dann endlich auf der Matte und dann geht's zum Bilder machen und in den Park rein zum Achterbahnfahren. Ich freue mich ends. Hallo! Es wird sich jetzt aufgewärmt. Wow, voll synchron. Oh mein Gott. Ja, 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 ja. Da gibt es gleich Ärger vom Coach. Wegen einem falschen Hiwi hier. Ich weiß nicht, ob man es hört, aber Fun Fact. Wir machen uns sehr oft zu Justin Bieber warm. Wir sind übrigens nicht die Einzigen, die da sind, wie ihr hier sehen könnt. Volles Haus! Sie laufen jetzt einmal trocken die Routine durch. Damit wir das alles im Kopf haben, ne? Damit wir das später nicht vergessen. Wir hatten jetzt unser Warm-up und haben auch schon einen schnellen Run-Through gemacht, ohne dass wir jetzt gebaut haben. Und jetzt gehen wir mit den Tumblern zur Warm-Up-Halle. Die können sich jetzt nämlich einturnen. Und ich zeige euch dann mal, wie es dann hinter den Kulissen dort aussieht. Wir sind hier jetzt beim Einstanden. Es wird langsam ernst. Erster Basket wird sich warm. Der erste Stand wird aufgewärmt. Ja! Baskets werden eingeworfen. Hier kommt vorne gleich meine Lieblingsmotion. Ja, das sah doch schön aus hier. Und ab geht's! Woo! Also jetzt kommen wir zum Run-Through. Das heißt, wir laufen jetzt alles komplett durch mit allen Stunts. Und ja, danach wird's dann schon ernst. Ja, die Mädels sind ready. Die Mädels sind ready. Juhu. Was hast du für ein Gefühl? Richtig gutes. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Au, das schaut schon fierce aus. Ja! Auf geht's!
kannst du das nochmal sagen? Das ist immer so. Ein schlechter Run-Through bedeutet eine perfekte Routine. Ich meine, das Warm-Up war super. Das war jetzt für die erste Aufregung, jetzt ist sie weg. Und gleich rocken die das auf der Matte. Ich sag's euch. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Mädels, auf geht's. Seid ihr bereit? Ja, ich hab mega Spaß. Sobald wir unsere Routine gestanden haben, werden wir genau da oben drin sitzen und einfach abgehen. Mehr oder weniger als auf der Matte, was meinst du? Ich glaube mehr. Übrigens haben wir heute einfach perfektes Wetter erwischt. Richtig geil, es ist so schön warm. Und morgen soll es erst gewittern, aber darüber denken wir noch nicht nach. Heute genießen wir den Sonnenschein, unseren Auftritt, den letzten der Saison mit der kompletten Mannschaft und holen uns das Gold. Was geht los? How excited are you? Like uns auf Instagram. Subscribe.
6+. Auf dem dritten Platz mit 89,1 Punkten die Eintracht Frankfurt Lady Eagles. Auf dem zweiten Platz mit 89,69 Punkten die MCA Lady. So, der Frichtteil ist erledigt, Bilder sind gemacht, TikToks sind gedreht und jetzt geht's endlich zum Achterbahn! Ja, ich freue mich übelst drauf, endlich! Und das ist unser erstes Ziel, direkt die krasseste. Seid ihr auch excited? Was denn? Achterbahn! Nein, ich fahre nicht. Langweiler. Sang du auch nicht? Ich hab Höhenangst. Als Flyer Höhenangst. Als Flyer Höhenangst, das ist doch ein Witz. Genau. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Schalalalala. Jetzt geht's. Fail. Wir haben es gleich geschafft. Da geht's endlich auf die Achterbahn. Endlich, 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 endlich. Endlich. Kommen Sie rein, kommen Sie näher, steigen Sie ein. Steigen Sie ein, haben Sie Spaß. Seht ihr das? Jana, sag deine letzten Worte. Wir lieben dich, Jana. Was sagt ihr? Mega geil. Es war so geil. Erste Reihe. Top gar nichts, ey. Hammer, hammer geil. Absolut geile Erfahrung. Hallo. Wir sind jetzt endlich wieder ganz normal aus und gehen jetzt mit den Dancern essen zur Losteria. Alle am Verhungern. Ich muss das zusammenschneiden. So ungewohnt, alle Leute mal ohne Trainingsklamotten zu sehen. So eine Rarität. Was gönnst du dir? Ich glaube, ich esse Nudeln. Oder ich esse eine Pizza, wenn es sie gibt, die ich liebe. Salami. Guten Appetit, Mädels. Guten Appetit. Unser Essen ist endlich da. Meins kam ein bisschen vorher, deswegen ist da schon ein Loch drin. Guten Appetit, Mädels. Danke, dir auch. Endlich Pizza. Falls ihr euch fragt, wie ein Abend mit uns und unseren Trainern aussieht. Oh! Oh! Atemlos durch die Nacht. Liebe mit uns macht. Laui! Alle! All meine Arbeiten sind heute in der Ziel. Das ist ein Ticker, geht was in den Ticker. Die Best mit den Joints, was hier oben ist, ohne mein Team. Die ohne mein Team. Hamburg, Berlin, Westin. Die ohne mein Team. Hamburg, Berlin, Westin. Nie ohne Team. Bin ich auf die Leute. Ein Chicken da links. Ein Chicken da rechts. Bin ich von weg. Friendship never ends. Chillen mit dem Team im Park. Ja, Mann, geiler Park. Und so. Was man abends halt so macht. So, gute Nacht. Bis morgen. Guten Morgen und willkommen zu Tag 2 im Moviepark. Wir sind gerade im Park angekommen, laufen jetzt durch den Hintereingang rein und gehen jetzt direkt erstmal Achterbahn fahren. Wir schauen nachher bei den Dancern zu, aber bis dahin haben wir freie Verfügung. Das heißt, jetzt wird erstmal richtig wild Achterbahn gefahren. Excited? Yay! Es wird so geil. Ich glaube, die anderen sind nicht so excited wie wir. Die sind nämlich noch da hinten und wir sprinten hier vor zur ersten Achterbahn. Das ist unser erstes Ziel übrigens da. Erste Reihe wieder. Was gibt's Besseres? Wir haben unsere Runde Freefall Tower jetzt hinter uns. Und jetzt sind die Mädels dran. Oh, ich freue mich auf die Gesichtsausdrücke. Es ist so geil, wenn man es hinter sich hat. Und dann die mein Panik Herz kocht immer noch. Und dann die Panik im Gesicht der anderen sieht. Oh, ich hab's mega genießt, der Aussehen. Genau. Mit Sonnenbrille, Maxi. Hast du eine Sonnenbrille dabei? Auf Nimmerwiedersehen!
Pause von Achterbahn fahren und gehe jetzt die Dancer anfeuern. Aber wir sind schon mega aufgeregt, sie zu sehen. Die waren in der Generalprobe schon so gut. Das kann heute nur richtig geil werden. Übrigens, die Holzachterbahn bisher die heftigste, die wir gefahren sind. Richtig geil, kann ich nur empfehlen. Gell? Ja. Celia! Erklär's mir! Das ist der von den Dancern. Wir haben den jetzt als Patient. Henna wollte sich was zu essen holen und Celia kommt mit einem Riesenstoff dir wieder. So geil! Park hinter uns gelassen. Die ECC ist vorbei. Wir stehen gerade vor Maggis. Unser letzter Halt auf dem Weg nach Hause. Wir sind jetzt auch schon einige Zeit gefahren. Jetzt haben wir, glaube ich, noch 2,5 Stunden vor uns. Jeder ist schon echt kaputt. Der Tag war anstrengend und lang, aber richtig, richtig cool. Wir haben uns nach den Dancern noch die Finals von Level 6 und 7 angeschaut. Das war einfach der Wahnsinn, wie krass diese Teams sind. Mega inspirierend. Sind dann noch ein paar Achterbahnen gefahren und ja, sind dann mit dem Bus heim oder fahren gerade mit dem Bus heim. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, gebt mir gerne einen Daumen nach oben, abonniert mich, falls ihr es noch nicht tut, dann unterstützt ihr mich. Ich bin ein bisschen heiser, wie ihr merkt. Also ich glaube, es wird wahrscheinlich noch schlimmer. Aber das ganze Anfeuern hat schon echt an den Stimmbändern gezerrt. Dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin, macht's gut!